Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu dem Verb ziehen und seine Präfixe. Und das ist schon das dritte Video und du lernst diese Präfixe. Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Ich bin Anna von freegermanlessonsonline.com. Schön, dass du da bist. Wir schauen diese Präfixe an. R, vor, end, nach und mit. Also wieder viel Arbeit für uns. Dieses Video ist definitiv B2+. Natürlich gibt es einzelne Wörter, die auch eher basic sind, aber dafür habe ich das erste Video von ziehen gemacht. Du findest das in der Playlist. Wir starten direkt mit erziehen und vielleicht erinnerst du dich an aufziehen. Das hatten wir nämlich im letzten Video, to raise a child. Das hat ja auch noch andere Bedeutungen. Und erziehen ist jetzt mehr im Sinne auch von unterrichten. Also man möchte ihm Bildung, man möchte ihm Bildung beibringen. Und besonders populär ist hier eigentlich nur das Nomen, die Erziehung, das für viele Bedeutungen im Englischen hat. Man kann zum Beispiel sagen, sie wurde im Internat erzogen. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an das Adjektiv verzogen, ja, spoiled. Also du siehst, das hat viel auch mit Kindern zu tun, dieses Verb. Vorziehen. Vorziehen, es heißt also, ich ziehe etwas vor anderen und das kommt natürlich dann die Bedeutung to prefer. Ich möchte hier nur darauf aufmerksam machen, dieses prefer. Wir benutzen eher dieses lieber mögen. Ja, ich mag etwas lieber. Also benutze das Vorziehen, dieses Verb benutzt man nicht so oft. Man benutzt das in anderen Kontexten. Zum Beispiel etwas früher machen oder nach vorne ziehen. Ja, der Termin mit Frau Walter war um 11 und dann fragt man, können wir den Termin um eine Stunde vorziehen? Vorziehen ist auch eine Person, einer anderen Person vorziehen. Als Lehrerin hat man Lieblingsschüler. Das ist so. Man zieht sie den anderen vor. Das ist dann im Dativ hier. Ist nicht besonders nett, aber so ist das eben. Er zieht es vor, zu schweigen. In gewissen Sätzen sagt man, ist es ein bisschen stilvoller zu sagen, er schweigt lieber. Könnte man sagen, ja, er schweigt lieber. Er zieht es vor, zu schweigen. Es ist einfach eine Nuance, der Unterschied hier. So, dann gibt es Vorziehen, auch hervorziehen. Und das heißt dann etwas aus seiner Tasche zum Beispiel oder etwas herausziehen. Sie zog ein großes Bündel Geldscheine hervor. Wenn du sagst, oh mein Gott, sind das viele Wörter. Ja, das sind viele Wörter. Komm noch auf Patreon, da gibt es viele Übungen. Ich würde mich extrem freuen, wenn du mich ein bisschen unterstützt. Wir machen weiter mit entziehen. Entziehen ist also weg, es ist wegziehen und dann macht das Sinn, dass man sagt, okay, der Entzug, also wenn man vom Alkohol oder von Drogen weggeht, dann sagt man erst auf Entzug. Er macht einen Alkoholentzug. Entziehen hat sicherlich noch mehr Bedeutung mit diesem etwas wegziehen, aber das sind so die typischsten Bedeutungen. Nachziehen. Schauen wir gleich die Beispiele an. Auch hier haben wir wieder dieses to draw after. Wir hatten ja Grenzen ziehen im letzten Video, auch diese Bedeutung von to draw. Ich ziehe mir die Lippen nach oder ganz allgemein Linien nachziehen oder die Augenbrauen nachziehen. Also das alles Bedeutungen von nachziehen. Man kann aber auch etwas fester machen mit nachziehen und zwar zum Beispiel diese Schraube hier nachziehen. Nachziehen hat noch eine etwas kompliziertere Bedeutung und zwar eine erste Person zieht quasi vor, also eine erste und man folgt diesem Beispiel. Man handelt ebenso wie eine andere Person zuvor. Also erstens, die Preise von XY steigen
Und die anderen müssen jetzt nachziehen. Sie müssen auch die Preise erhöhen. Das Team zog mit Preiserhöhungen nach. Also sagen wir, irgendwelche Kosten steigen und sie sagen, wir müssen damit den Preisen nachziehen. Ist ein bisschen formell hier. Das findest du vielleicht in Wirtschaftstexten, Zeitungen und so weiter. Mitziehen, auch ganz wortwörtlich. Und wir sehen, dass das wieder ein paar Bedeutungen hat, und zwar einmal im Sport. Die Läuferin 1 legt ein unglaubliches Tempo vor. Also sie definiert ein großes Tempo, aber wow, die Konkurrenzin zieht mit. Das ist sehr typisch, es ist sehr spezifisch jetzt für den Sprintsport oder für andere Wettkämpfe. Theoretisch kann man auch sagen, also ich bin mitgezogen worden von den anderen, also irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen, und ein Teil macht Blödsinn, macht eine Dummheit und die anderen lassen sich mitziehen, oder man wollte gar nicht in den Club gehen, ist dann aber doch gegangen, ich habe mich mitziehen lassen. Also auch das sind so Bedeutungen, die es aber nicht so häufig sind. So, das war's für heute. Das waren wieder viele, viele Verben. Ich freue mich, dass du das Video zu Ende geschaut hast. Ein ganz großes Dankeschön an meine super, super tollen Patrons. Und vielleicht hast auch du Lust auf ein paar Extras. Ich würde mich freuen. Und ansonsten vergiss nicht, mich zu abonnieren oder schau mal auf meiner Seite vorbei. Und sonst viel Spaß mit dem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.